Ich möchte Sie nicht mit Zahlen erschlagen, aber vielleicht vorab erst mal ein paar Fakten. Das Okrüftler Wäldchen ist nicht nur das Wäldchen hier für Okrüftel, sondern es ist der einzige Wald, den wir in Hattersheim in städtischem Besitz auch haben. Vom Auenwald zum Sommergarten, Natur erleben und Freizeit genießen, lautete der Titel einer Führung durch das Okrüftler Wäldchen, zu der die Stadt Hattersheim Ende April interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen hatte. Trotz unbeständigem Wetter waren rund 30 Teilnehmer erschienen und erfuhren bei dem rund einstündigen Rundgang Wissenswertes über die ökologische Bedeutung und die nicht minder interessante Historie des rund 6,3 Hektar großen Areals am Okrüftler Mainufer. Gloria Gotzhain, für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Mitarbeiterin des Hattersheimer Rathauses, stellte Fauna und Flora des beliebten Ausflugsziels vor. Hier haben wir im Frühjahr immer sehr viele von den sogenannten Frühjahrsgeophyten, die wir hier sehen können. Das heißt Pflanzen, die also vor allem halt blühen, bevor das Blätterdach der Bäume halt zu stark wird und den Pflanzen halt Licht und Luft nimmt. Dabei ist auch, Sie kennen das mit Sicherheit alle, was wir hier mittlerweile recht ausgeprägt haben, ist der Bärlauch. Da bekommen wir auch immer wieder Anrufe, kann ich ins Okrüftler Wäldchen gehen und Bärlauch sammeln? Und da sagen, natürlich können das Bürger machen. Sowas ist auch wegen der Naherholungsnutzung und weil Spazierweggebiet ist vielleicht nicht so lecker, wenn man es nicht kocht. Aber kann man natürlich hier halt auch alles pflücken. Der Bärlauch ist ein ganz altes Heilkraut und eine Gewürzpflanze und wurde auch schon von den Kelten früher gesammelt und zur Nahrung halt genutzt. Weil so in alten Fundstätten von Kelten haben sie also anteilsmäßig viele Reste auch von Bärlauch gefunden. Also das war damals auch schon eine ganz wichtige Pflanze zur Ernährung und als Heilpflanze. Ich glaube, blutreinigend soll es sein. Jetzt das Bewirtschaftungskonzept vom Wäldchen ist unter anderem, besonders eindrucksvolle Bäume halt freizustellen, frei zu halten, damit sie besser wahrnehmbar sind und in die Zukunft gerichtet auch schon einzelne Bäume, die dezent markiert sind, als langfristige Bestandsbildner halt freizustellen, dass sie nicht so dicht eingewachsen mit anderen Bäumen zusammen hochkommen und die Krone sich nicht richtig entwickeln kann. Was hier natürlich an erster Linie dominant ist, was Sie hier alles hochkommen sehen, ist der Ahorn. Also der Bergahorn ist hier so die häufigste Baumart, die wir noch haben. Hattersheims Stadtarchivar Wilfried Schwarz widmete sich der Geschichte des Okrüftler Wäldchens. So, nachdem wir so viel Wissenswertes über die Natur hier im Wäldchen erfahren haben und auch über die Zuständigkeiten, wollte ich jetzt mal meinen Part übernehmen und etwas zur Geschichte des Wäldchens sagen. Ursprünglich war das Wäldchen ein Auenwald, das heißt, das Wäldchen wurde bei Hochwasser immer wieder überflutet, dementsprechend haben sich auch die Pflanzen hier angepasst. Und die Situation, wie wir sie heute sehen, die Mündung des Schwarzbachs in den Main, oder besser auch der Krüftel. Ich habe mich heute mal schlau gemacht im Internet. Also bis 1843 hieß der Schwarzbach tatsächlich immer noch Krüftel und nicht Schwarzbach. Also diese Mündungssituation stellte sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder anders dar. Jedes Hochwasser hat den Mündungsbereich des Schwarzbachs immer wieder verändert. Das heißt, wenn wir durch dieses Wäldchen gehen würden, würden wir auch immer wieder Versenkungen sehen und alte Bachläufe hier mitten durch das Wäldchen feststellen können. Man muss überhaupt sagen, dass dieses gesamte Gebiet hier immer ein Sumpfgebiet war und niemals für eine Besiedlung oder für den Ackerbau geeignet war. Und unsere drei Bäche, die wir auf Hattersheimer Gemarkung haben, der größte hier der Schwarzbach, aber auch der Welschgraben und der Adelgraben, die vom Taunus her kommen, haben dieses Gebiet immer in eine Sumpflandschaft verwandelt. Viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass der Adelgraben und der Welschgraben früher überhaupt keinen Abfluss in den Main hatten, sondern durch das Geschiebe, das vom Taunus mitkam, haben sie sich die Mündung selbst zugebaut und sind im Sumpf hier in diesen Mainauen versickert. Das heißt also, zwischen Sindlingen und Flörsheim hatten wir auf einer ganzen Länge von fast 10 Kilometern Sumpfland. Und das Wäldchen wurde dann blieb über, nachdem die Landwirte dieses andere Gebiet in Beschlag genommen hatten. Und dieses Wäldchen war immer so unattraktiv für die Landwirtschaft, dass es uns bis heute erhalten blieb. Eine weitere Funktion hatte das Wäldchen als Schutz vor Eisgang.
Die Winter waren früher deutlich kälter, der Main war nicht aufgeheizt durch die Industrie. Das heißt, wir hatten also auch immer wieder Eisschollen hier. Und diese Eisschollen sind hier im Wäldchen hängen geblieben und haben das Dorf im Endeffekt nicht bedroht. Dass das Wäldchen aber auch noch eine andere Funktion hatte, begann eigentlich mit der Sommerresidenz des Herrn Philipp Offenheimer in der Bonnemühle. Er hat um 1910 die Bonnemühle gekauft von dem letzten Müller Ott und hat sich hier die Sommerresidenz eingerichtet. Und wir wissen, dass das Werk auf der anderen Seite des Wäldchens liegt. Und hier ist er immer von der Bonnemühle in sein Werk gelaufen. Das heißt also, herrschaftlich ein Unternehmer wollte natürlich auch einen schönen Anblick haben. Und ihm ist es letztendlich seiner Initiative zu verdanken, dass das Ohrgriffler Wäldchen zu einer Art Park ausgebaut wurde. Das hier ist eine gut geeignete Stelle, um nochmal auf die Thematik Totholz einzugehen. Wir bekommen immer wieder gesagt, das Wäldchen, es liegt so viel Holz im Wäldchen rum. So viel Wurzelstubben, so viel liegendes Holz, auch stehendes Totholz lassen wir noch liegen. Oder so wie hier diesen Baum, der hier jetzt gerade bei einem der Stürme abgebrochen ist, haben wir jetzt erstmal nicht vor, den hier ordentlich komplett halt rauszunehmen, weil auch dieser Baum jetzt so noch seine Funktion hat. Und ein Grund, dass so die Artenvielfalt insgesamt in Wäldern so zurückgegangen ist, ist der, dass wirklich Parkwälder, so möchte ich es jetzt mal nennen, komplett aufgeräumt werden, wo das Totholz komplett entnommen wird und aufgearbeitet wird. Unabhängig von dem Kostenfaktor, dass man das natürlich auch nicht umsonst kriegt, das komplette Totholz immer rauszunehmen, ist es eben so aus Naturschutzsicht auch nicht gerade anzuraten. Vor allem hier im Ohrgriffler Wäldchen nicht, weil wir haben hier nämlich Vorkommen vom Hirschkäfer. An den früheren Ohrgriffler Bürgermeister Peter Milch erinnert der an einer zentralen Wegekreuzung befindliche Bürgermeister Peter Milch Platz. Die umgebenden vier Bänke sind so manchem Ohrgriffler noch heute ein Begriff und wurden erst unlängst vom Ohrgriffler Bühnche zum Dreh- und Angelpunkt eines Theaterstückes auserkoren. So, wir haben jetzt schon die ganze Zeit von dem Bürgermeister Peter Milch und von dem Unternehmer Philipp Offenheimer gehört. Das ist hier der Mittelpunkt des Wäldchens, das ist der Peter-Milch-Platz und das ist die Peter-Milch-Linde. 1945 hat Peter Milch dann ein unrühmliches Ende genommen und er hat dann Ohrgriffel verlassen, obwohl er jahrzehntelang hier Bürgermeister war. Naherholungsgebiet, Naturschutzgebiet, Ausflugsziel, Stadtwald. Alles und noch viel mehr ist das Ohrgriffler Wäldchen. Ein Stück Heimat, ein Stück Geschichte, auf das die Ohrgriffler zu Recht stolz sein dürfen und sind.